Herzlich willkommen im Raum für Vermutungen. Unsere Ausstellung zeigt 11 archäologische Funde und Archivobjekte aus der Weserregion, die alle zumindest teilweise ungeklärter Herkunft sind. In dieser Ausstellung stehen neben einer wissenschaftlichen Einschätzung literarische Annäherung an die Objekte im Vordergrund. Wir haben Autorinnen und Autoren eingeladen, sich diesen Objekten literarisch zu nähern. Und so stammen die Ausstellungstexte hier im Raum für Vermutungen von Michael Augustin, Anke Bär, Nora Bosson, Christine Glenewinkel, Klaus Hüberter, Anke Couture, Pia Leo, Anna Lott, Rayan Shahin alias Lady Betray, Moritz Rinkel und Ian Woodson. Alle 11 Autorinnen und Autoren haben sich mit jeweils einem Objekt literarisch auseinandergesetzt. Und genau das könnt ihr jetzt auch tun. Hier seht ihr eine römische Kasserole, die auf um Christi Geburt datiert wird und vor über 100 Jahren an der Weser gefunden wurde. Das ist eine Leihgabe des Focke-Museums Bremen. Und über diese Kasserole könnt ihr nun eure literarischen Vermutungen anstellen. Wir freuen uns sehr über eure Texte, über diese Kasserole, und unter allen Einsendungen verlosen wir tolle Preise aus unserem Museumsschub. Wie das geht und wie ihr mitmachen könnt, das erfahrt ihr hier im Blog der Sparkasse Bremen, die diese Ausstellung auch gefördert und unterstützt hat.